Herzlich willkommen in dieser Folge. Heute geht es um hammergeile, wunderschöne Sonnenuntergangsfotografie zur goldenen Stunde und alles, was du dafür brauchst, was du nicht brauchst und was du auf jeden Fall berücksichtigen solltest, das erkläre ich dir jetzt in dieser Folge. Vor wenigen Stunden befand ich mich noch auf der Ostseite Phukets, und zwar in der Old Town, wo ich diese Folge gemacht habe über die Street-Fotografie, bin aber jetzt schon seit 2 Stunden auf der Südseite, und zwar hier unten. Das sieht ein bisschen so aus wie der Stiefel von Italien. Habe mich dafür entschieden, da ich hier auch auf der Westseite quasi Einblick auf das Meer habe. Und zwar hat man hier unten die Insel Colón, und man sieht, wenn man nach vorne blickt, auf Rawai Beach und Colón. Also wenn ich jetzt hier so gerade aussehe, sehe ich die Insel und die andere Seite Phukets. Und ich befinde mich auf der Westseite, und hier hat man eine hammergeile Aussicht abends auf den Sonnenuntergang. Denn bekanntlich geht die Sonne ja im Westen unter und im Osten geht sie auf. Und das hatte ich, als ich in der Old Town of Phuket war, nicht. Da habe ich lediglich den Sonnenaufgang gesehen, auch relativ schlecht, da ich mich ja mitten in der Stadt befand. Hatte aber auch schönes Licht zur goldenen Stunde. Und jetzt aber möchte ich wirklich direkt den Sonnenuntergang fotografieren. Der Schlüssel zu guten Fotos liegt an der Wahl des Motivs mit feinen Details und wiedererkennbarer Form. Speziell wenn es um Landschaftsfotografie geht, dann hat es ja wenig Sinn, wenn man einfach nur die Landschaft fotografiert, sondern man möchte mit dem Bild eine kleine Geschichte erzählen, wie auch in der Streetfotografie. Aber in der Streetfotografie ist der Vorteil, dass man praktisch diese Action vor der Kamera permanent da hat und dass selbst ein Mensch mit einem traurigen Gesichtsausdruck schon eine Geschichte erzählt. Das hat man in Landschaftsfotografie nicht, denn wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur mal einen Hügel fotografiere, der irgendwo hinten 5 Kilometer weiter ist und man sieht eigentlich nur Himmel und Wasser am Bild, dann wirkt das dann doch sehr flach und langweilig. Und deswegen sucht man sich in der Landschaftsfotografie auch diverse Vordergründe, die man am Bild festhält. Vordergründe können sein Steine, die herumliegen, es können Menschen sein, es können Bäume sein. Es kann aber auch nur eine Brücke oder ein Steg sein, der über das Wasser ragt. Das macht eben zum Beispiel Sinn, auch diese Motive mit ins Bild mit drauf zu nehmen, denn das macht dann dein Foto einzigartig. Man kennt diese 0815 Landschaftsfotos von Ansichtskarten, gibt es natürlich ein paar wenige gute auch, aber im Großen und Ganzen zeigen diese Ansichtskarten immer nur die ein und dieselbe Landschaft. Also man erkennt nicht einmal, wo diese Insel oder wo dieses Meer aufgenommen wurde. Man hat einfach kein Motiv im Bild, keine Geschichte, die erzählt wird. Und das gilt es eben in der Fotografie, gerade wenn es um Landschaftsfotografie geht, zu beachten. Trage keine Sonnenbrille, denn wenn du eine Sonnenbrille trägst, klar, dann siehst du alles viel dunkler, als was es scheint, und kannst schwer einschätzen, wie die Lichtverhältnisse sind. Und gerade wenn es um Kameraeinstellungen geht, dann solltest du 100% frei sehen können. Falls dich die Sonne blendet, kann ich dir als Tipp mitgeben, nimm ein Handtuch mit und wirf es dir über Kamera und deinen Kopf, denn dann hast du einen dunklen Raum, in dem du das Bild wirklich so siehst, wie es auch wirklich tatsächlich ist, aber trage keine Sonnenbrille. Das gleiche gilt für die Kamera. Keine ND-Filter und keine Graufilter verwenden, sondern lieber im Bild unterbelichten. Richtig, unterbelichte das Foto gezielt und versuche Überbelichtungen zu vermeiden. Denn alles, was im Bild dann später ausgebrannt ist und zu hell, das kannst du im Nachhinein nicht mehr abändern. Deswegen schau lieber, dass du die Kameraeinstellung so wählst, dass die Lichtverhältnisse relativ dunkel gewählt sind. Das hat den Vorteil, dass die Kontraste und die Farben im Nachhinein noch angepasst werden können. Denn wenn du das Bild überlichtest, kann es passieren, dass du gerade in der Sonne, da wo eigentlich dieser orangene Farbton herrscht, den du mit freiem Auge siehst, komplett ausgebrannt ist, und das ist dann kaputt und du kannst das Bild dann nicht mehr verwenden. Verwende als Hilfe die Zeitautomatik. Das ist die Automatik mit AV. Das ist dieser AV-Modus bei Canon, bei Nikon ist es das A. Und mit dieser Zeitautomatik regelt sich die Belichtungszeit von selbst. Das heißt, du kannst dich wirklich rein auf das Motiv konzentrieren und die Kamera übernimmt die Belichtungseinstellung.
Fotografiere immer mit einer hohen Blendenzahl, gerade wenn es um Landschaftsfotografie und Sonnenuntergangs- bzw. Sonnenaufgangsfotografie geht. Denn desto höher die Blendenzahl ist, desto geschlossener ist die Blende und desto schärfer wird das Gesamtbild. Kleinere Blendenzahlen, das heißt weit geöffnetere Blenden, verwendet man in der Porträtfotografie, um dieses Bouquet zu schaffen. Das macht man in der Landschaftsfotografie nicht, denn da möchte man ja, dass das Gesamtbild im Nachhinein auch scharf ist. Platziere die Horizontallinie nicht in der Mitte des Bildes, sondern im unteren Bilddrittel. Das hat folgenden Grund: Wenn ich jetzt hier vorschaue in den Horizont des Meeres, dann sehe ich auch mehr vom Himmel als vom Meer. Vielleicht ist das nicht so, aber es wirkt optisch so. Ich glaube, das hat damit was zu tun, dass der Himmel unendlich nach oben geht und man quasi optisch sich einbildet, mehr vom Himmel zu sehen als vom Meer. Und dementsprechend sollte es auch im Foto quasi wieder so fotografiert werden, damit das Bild natürlich wirkt. Kreiere kreative Silhouetten im Vordergrund. Du musst nicht unbedingt die Drittelregel mit dem Motiv links oder rechts befolgen, sondern du kannst dich einfach mal straight zwischen Kamera und Sonne stellen und den hier machen. Sieht auch hammergeil aus am Foto. Du könntest aber auch genauso einfach eine Muschel im Vordergrund setzen, die aus dem Sand ragt, oder einfach eine Palme fotografieren, ein Boot, scheißegal was, sieht hammergeil aus mit der Silhouette, denn dadurch wird das Objekt, das sich zwischen Kamera und Sonne befindet, komplett schwarz und im Hintergrund sieht man die Sonnenstrahlen durchscheinen. Wenn du genug Sonnenuntergangsfotos hast und die goldene Stunde noch immer hier ist, dann pack nicht gleich deine Kamera zusammen, sondern dreh dich auch mal um. Denn hier siehst du dann die Landschaft, wenn du dich mal umdrehst, das heißt mit dem Licht, die Landschaft in der goldenen Stunde. Und mach da auch noch ein paar Fotos. Konzentrier dich nicht nur auf den Sonnenuntergang, bis sie weg ist, sondern dreh dich um, mach Fotos, denn die Landschaft zur goldenen Stunde, gerade wenn man sich am Strand befindet, sieht auch sehr, sehr vielversprechend aus. Ich glaube, da war alles dabei, was mir zur Sonnenuntergangsfotografie eingefallen ist. Sollte ich irgendwas vergessen haben, schreib es mir bitte in die Kommentare nach unten. Wenn dir dieses Video wieder gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal. Ich versorge dich weiter mit interessanten und spannenden Tutorials. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Ausprobieren.